dritte Etappe beim Open Space des Autonomiekonvents. Nach Bozen und Bruneck diskutierten heute Bürger in Meran in Kleingruppen über autonomiepolitische Themen. Dabei kamen auch überraschende Vorschläge aufs Tapet. Meran zeigte einen leichten Hang zum politischen Experiment und zu großen Zielen, mit erstaunlichen Ergebnissen. Auch Bürger aus dem linksliberalen Lager engagieren sich nunmehr für ein von Italien unabhängiges Südtirol. Gerade die 25 Jahre Dornwalder haben gezeigt, dass die Menschen an sich nach einer Integrationsfigur lechzen. Und ich sehe, dass wir in Europa sehr viele Monarchien haben. Das sind die Staaten, auf die wir oft Bezug nehmen, wenn wir von gut organisierten Staaten sprechen. Kripp fordert eine parlamentarische Monarchie mit starker Bürgerbeteiligung und mit einem Royal für ein neues Südtiroler Einheitsgefühl. Und eine solche neue Einheit wünschen sich auch Teilnehmer der Themengruppe Selbstbestimmung. Bevor es ein unabhängiger Staat wird, muss Südtirol erst einmal eine unabhängige Nation werden. Ein Volk, in dem alle drei Sprachgruppen zusammenleben können, ohne Mauern. Es möge uns gelingen, ohne Angst, unsere Wurzeln zu verlieren, ein Volk zu sein, ein dreisprachiges Volk. Riuscire a essere un popolo trilingue, ladino, italiano e tedesco, e non solamente una regione. Das Streben nach einer neuen Einheit im Land zeigte sich auch in realpolitischen Gedankenexperimenten. Der Proporz soll versuchsweise ausgesetzt werden, meint Claudia Resch. Also ich denke, dass es um die besten Köpfe geht. Es geht nicht mehr darum, was habe ich für ein Pedigree, woher komme ich, wer waren meine Familie. Es geht darum, wie gut spreche ich die zwei offiziellen oder drei offiziellen Sprachen und wie gut bin ich in dem Bereich, wo ich arbeiten möchte. Wir haben jetzt diskutiert, mehr und scharf diskutiert. Erstens einmal, da sind unsere Sportler, sei es Italiener oder Deutsche, unsere eigene Mannschaft. Starten kann, mit dem man sich auch identifizieren kann, ist bei Diskussionen rausgekommen. Zweitens ist der Sport ein großer Werbeträger, war ein unmögliches Werbepotenzial drin. 200 Bürger waren bei diesem dritten Open Space des Autonomiekonvents. Sie diskutierten fair über 35 verschiedene Themen, darunter Finanzautonomie, Sportautonomie oder Vollautonomie, das erklärte Ziel der regierenden SVP. Mit der Vollautonomie würde man große Kompetenzen abdecken und der Konsens in der Gruppe ist, alles, was nicht beim Staat bleiben muss, soll ans Land Südtirol übergehen. Meran gilt als das vielfältigste Treffen des bisherigen Autonomiekonvents. Dabei ging es vor allem um eines, um die Suche nach einem neuen Einheitsgefühl in Südtirol.